Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dead Space. Willkommen zurück, auch von meiner Seite. Und es geht in die Unterkünfte. Juhu. In der letzten Folge haben wir ja erstmal schön unsere neuen Freunde kennenlernen dürfen. Doll. Da war übrigens Explosionstypi. Kannst du gar nicht lang. Auch gut. Okay. Brauchen wir alle gar nicht. Da haben die also drin geschlafen. Minipack. Lockdown eingeleitet. Lockdown? Bitte was? Schieß. Der lebt noch. Das lebt noch. So, ja, ich will ihn dichter kommen lassen, weil ich hab. Da ist der. Ja, nimm das Fetti mit. Die sind ja größer, ne? Ne, die laufen nur. Da! Krabbelt, Spaß, die Mini krabbelt. Oh. Schade. Ja, die kommen da überall rausgekrabbelt. Natürlich. Da hinten. Und vor dir. Nicht vergessen. Du bist ganz unsüß, mein Freund. Ganz unsüß. Alter, diese Viecher, ne? Alter, was haben die geschluckt? Okay, das war's. Ah, scheiße. Gibt's essen. Lecker. Na, schmeckt. Lecker, Isaac. Die Leiche hat sich irgendwie noch gerade bewegt. Ja, aber ich sag's nicht. Nimm den kleinen. Und du nimmst ja gleich noch einen großen auf. Hoffentlich. Hoffentlich liegt der da noch. Ja. Ihr Spasten, ey. Ich finde, da stehst du eigentlich ganz. Gut. Lockdown eingeleitet. Am besten nicht in den Bauch schießen. Wir wissen, wie das endet. Dreh dich. Nachladen, wenn du so durchstehst noch. Und mit 20 Schuss. Hab. Alter, der ist da gespawnt. Kannst mir nicht erzählen. Die dunklen, übrigens, die gehen nicht so hoch und rennen. Stimmt. Ist mir mal aufgefallen. Sie ist jetzt voll konzentriert. Ich bin hier die Einzige, die redet. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Ach, schön. Was?
Entspannung. Da liegt jetzt überall was. Nur mal so. Links, rechts, geradeaus. Ich finde, das reicht jetzt für diesen Raum erstmal. Mhm. Da liegt was. So ein Ding los. Da vorne liegt noch was, glaube ich. Links. Links. An dem Ding vorbei. Das ist nur ein Pappeimer. Okay. Sah aus wie ein Mini-Heilpaket. Nett. Haben die also alle ein Nickerchen gemacht? Guck mal, war da nicht irgendwie? Ah, Textlock. Du oder ich? Okay, weil hier geht gar nichts. Okay. Befehle. Verschlusssache. Priorität schwarz. Von Chief of Staff. Earth Defense. An Commander Cardigan F. Operation White Light. Schauplatz. Argus-System. Planet wird nachgereicht. Ziel, Säuberung. CSC-Schiff USG Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen einen Marker 3A geborgen haben. Special Ops hat Systeme bestätigt, konnte aber keine Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödliche Organismen eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie den Schockantrieb zur Aegis-System ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ordnung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Also heißt das, die wollen uns auslöschen? Ja. Da lag noch was. Oh, verkauf erstmal den unnützen Scheiß und die Schema da. Halbleitergold. Luftkanister kannst du theoretisch in der Tasche packen. Ach was, kannst du auch mit rumschleppen. Erstmal weg damit. Aber Plasma-Energie hast du noch. Eigentlich ausreichend, oder? Ja. Wie viel Stase 3 Pakete hast du auch noch? Willst du nochmal? Ich finde, es ist immer sehr mit Medipack knapp. Ich würde sagen, 2er kaufst du 2. Ne? Dann guckst du gleich mal, wie viel du wegheilen könntest. Und kaufst klein. Noch ein kleines. Einfach ein kleines. Einmal benutzen und eins kaufen. Da lag noch was. Wie ich eben schon gesagt habe. Oh mein Gott, geh da durch. Wo gehst du jetzt hin? Ausgang. Yay. Aus dem Schiff raus? Sehr schön. Immer diese vor Schmerzen stöhnenden Leute. Die wahrscheinlich keine Leute mehr sind. Zum Maschinenraum oder so stand da oben? Ja. Speichern, weil das so schön ist. Oh Mann, fuck you. Und, dieses Kapitel dauert definitiv schon zu lange.
Im Sinne von, ich will vom Schiff runter. Zum Maschinenraum. Extreme Strahlung. Oder Strahlungsleck, ich konnte nicht so sehen. Egal. Und gleich BAM! Nee, ich glaube nicht, dass der noch lange lebt. Sir, warten Sie! Wir kommen auch gleich. Vielleicht. Also Mensch und Menschen wollen wir ihren Tod auch noch miterleben. Danke. Ist er da reingerannt? Unteren Maschinenraum. Da müssen wir auf jeden Fall lang. Wie ist der bitte jetzt verschwunden? War bestimmt auch wieder so eine Illusion oder so. Durch die Tür wahrscheinlich. Das ist vielleicht bei diesen, wie bei Hühnchen. Die haben doch noch so irgendwie so Nerven oder so und rennen dann ohne Kopf noch weiter. Ja. Das ist bestimmt bei denen auch so. Ach, hey. So ein süßes Maschinenräumchen. Schau ich nochmal links und rechts um. Guck, kannst du aufmachen. Hast du noch Medipack? Dahinter. Da ist schon ausgeräumt worden, wie nett. Sieht so freundlich aus da. Gar nicht laut. Oh. Ach, schön. Ich glaube, das ist gesund. Du weißt nicht mal, wo du die hinschieben sollst. Da lauf mal, du. Das wird ja lustig. Wir rennen rein. Mhm. Genau, nimm sie mit. Ich würde nicht so dicht dran sein. Oh, Alter. Puzzle spielen. Ja. So, ja. Weiß ja nicht, wo man hin will hier, ne? Ich muss da hinten hin, da ist eine Tür. Vorwärts sich. Das ist ja nett. Und du fuckst noch. Bleib hinter dem Ding. Wo kommt denn da das Feuer raus? Voll gut, Idee. Hätte ich dir auch sagen können. Gleich mal wieder Lebenspunkte in den Wind geschossen. Würde ich meinen. Da, wo wir reingucken konnten. Das hab ich doch. Da. Habe ich gesagt. Da, wo wir reingucken konnten. Da ist dein Angriff. Aber hier waren immer noch Sachen. Den kannst du nicht aufmachen. Hab ich mal da machen. Ja, direkt an der Tür hängt ein Kasten. Hm. Blindfisch. Wieder hoch. Du bist den falschen Eingang gelaufen. Warte mal, gucken wir noch da, ob da noch irgendwas liegt. In der Ecke oder so. Okay. Ja, das ist ein bisschen.
sich ja voll gelohnt hier runter. Musst du vielleicht noch, aber jetzt nicht. Musst du auf die andere Seite. Das heißt, du musst den... Warte. Jetzt. Und direkt hinter den. Und den mit dir ziehen. Nach hinten wieder. Nicht geht. Nee, nach hinten kriege ich den nicht gezogen. Bleibst du kurz stehen? Hinter dem direkt stehen. Drehst dich um. Und treffst. Jetzt. Da stehe ich direkt bei so einem Ding. Du stehst nicht bei so einem Ding. Kann ich dazwischen? Nein. Du sollst rennen. Hab ich doch gesagt. Ich will nicht. Das sind alle normaler. Hoch, da nochmal die Sachen rausholen. Also sprich, ich muss auf die Seite. Ja. Aber da sind noch Pulver. Möchte ich aber nicht nochmal da hören. Aber da sind überall Sachen. Medikit, Geld. Du musst es nur mal ordentlich machen. Einfach hinten bleiben, jetzt gehst du einfach ganz halt mit dem Ding nach da hinten. So, okay. Ihn ein bisschen zur Seite schieben. Anstatt dass er erstmal tut, was er soll. Dass du da auch gleich wieder hinhängst. Gut. So, er hat irgendwas aufgesammelt. So. In den Raum rein, vor die Tür. Mehr war da nicht, ne? Du kannst nicht da an die Seite. Und wenn, dann drehst du dich einmal um und guckst, ob du da irgendwie hin kannst. Beziehungsweise ob da Schutz ist. Jetzt mal so. Da siehst du, da ist überall kein Schuss. Nicht mal in der Mitte, ne? Nein. Nee. Du musst durchlaufen. Und zwar nicht jetzt. Nein. Nein. Also zurück. Das ist gut, ne? Nein. Und jetzt. Nein? Ja. Hey, also. Ja, guck, jetzt du. Jo. Und jetzt musst du da. Dasselbe Spielchen nochmal, bitte ohne angucken. Ohne angucken! Ich weiß nicht. Du machst es doch mit F, ne? Ich hätte jetzt gesagt, schieß den mal nach vorne, aber mach's nicht. Weil dann hast du keinen Schutz mehr. Das ist mir jetzt mal. Du musst ihn ein bisschen bewegen. Ein bisschen nach da. Vorne schieben. Und dann wieder nach links. So. Darf ich da stehen? Wo ist denn meine Tür? Direkt dahinter. Kannst du den gar nicht mehr bewegen? Nee. Da kann gar nicht die Tür sein. Aber da blinkt Glas was. Siehst du das? Hast du es auch gesehen? Ja.
ich da so ein Ding vor? Ich weiß nicht, wie du das machen willst. Kann das noch weit, nicht weiter noch da? Nee. Ach, das ist jetzt wieder so ein Ding. Danach versucht das von da. Schießen. Aber ich glaube kaum, dass das funktioniert. Nicht mal genau, wo jetzt. Das ist jetzt die Dinger. Okay. Das ist unlustig. Du stehst im Feuer. Das hättest du ja auch so sagen können. Okay, wir haben. Verguckt. Eine Runde. Ich kann den nicht wieder mitziehen. Hör auf, mich anzugucken. Du hast kein Medipack mehr, nur mal so, ne? Schieß den einfach ab. Den haben wir ausgemacht. Eigentlich müsstest du dich einmal nochmal sterben lassen. Nee, den haben wir ausgemacht. Wenn ich jetzt ein Stück vorgehe. Kokelst du an. Okay. Du kokelst überall an. Nur weil dieser eine aus ist, heißt es nicht, dass da irgendwas aus ist. Die müssen alle aus sein. Das ist eh nur noch diesen Versuch und dann. Ja. Ja. Lass mich schnell, jetzt musst du wissen, was wir machen müssen. Ah, jetzt haben wir es ja. Gecheckt. So, jetzt habt ihr nochmal verbrennen sehen. Schöner Tod. Ja. Und wir machen das wie bei dem komischen. Meteoriten kaputt machen. Asteroiden, ja. Ich weiß gar nicht, wo der Unterschied ist, aber machen wir das in der nächsten Folge. Also, bye bye. Tschüss.